Zwei wichtige Formeln für die Abbildung mit einer Sammellinse. Ich habe einen Gegenstand und eine Sammellinse. Hier die beiden Brennpunkte F1, F2 der Sammellinse. Und der Gegenstand liefert ein auf dem Kopf stehendes Bild B. Oft ist es üblich, dann den Gegenstand mit Großbuchstaben, mit Groß G und das Bild mit Groß B zu bezeichnen und die Gegenstandsweite, das heißt den Abstand des Gegenstands vom Mittelpunkt der Linse mit klein g und die Bildweite, das ist der Abstand vom Mittelpunkt der Linse bis zum entstehenden Bild mit klein b. Jetzt kann ich einfach mit Hilfe der Steigung ich auf zwei Weisen mir überlegen kann, ein wichtiges Linsengesetz herleiten. Ich kann die Steigung dieser blauen Geraden ermitteln, indem ich einfach sage, die ist groß G geteilt durch klein g. Gegenstandsgröße durch Gegenstandsweite. Das Minuszeichen minus groß g durch klein g kommt dadurch zustande, dass die Steigung die gerade eine negative Steigung hat. Die Steigung ist negativ. Gucke ich mir die rechte Seite an, dann kann ich ebenfalls die Steigung der blauen Geraden ermitteln, indem ich sage, Steigung ergibt sich als minus groß b durch klein b. Bildgröße durch Bildweite. Ebenfalls das negative Vorzeichen, weil die Steigung negativ ist. Wenn ich ja nach rechts wandere, muss ich nach unten gehen. Auf diese Weise habe ich die Steigung der Geraden m auf zwei Weisen ermittelt und kann diese Seiten gleichsetzen. Das heißt, ich bekomme dann groß g geteilt durch klein g gleich groß b geteilt durch klein b. Beziehungsweise üblicherweise kann man das noch umformen, indem ich hier durch das groß b rüberbringe, indem ich durch die rechte Seite durch groß b teile und bekomme dann als Umform groß b durch groß g gleich klein b durch klein g oder Bildgröße durch Gegenstandsgröße gleich Bildweite durch Gegenstandsweite. Das ist eine sehr nützliche Linsenformel. Eine weitere Formel, die mindestens genauso wichtig ist, wird ebenfalls in dieser Darstellung hergeleitet, indem die rot gestrichelte Gerade Steigung der rot gestrichelten Geraden auch wieder auf zwei Weisen bestimmt wird. Ich kann die Steigung dieser rot gestrichelten Gerade entweder so bestimmen, indem ich sage, die ist Gegenstandsgröße geteilt durch Brennweite und dann ein Minuszeichen, weil die Steigung ja wieder negativ ist, also minus groß g geteilt durch f. Dieses Stück geteilt durch dieses Stück. Beziehungsweise, wenn ich mir dieses große Dreieck angucke, kann ich die Steigung auch angeben, indem ich sage, ich rechne dieses Stück, also Gegenstandsgröße plus Bildgröße, geteilt durch Bildweite. Jetzt kann ich die beiden Seiten wieder gleichsetzen. Und mit minus 1 mehr multipliziert, denken, dass das Minuszeichen auf jeder Seite wegfällt und bekomme dann groß g geteilt durch f gleich groß b plus groß g geteilt durch klein b. Und jetzt ersetzt man groß b mit Hilfe der vorhin gewonnenen Formel, egal, da groß b geteilt durch groß g gleich klein b durch klein g, dann kann ich groß b auch ersetzen durch groß g mal klein b geteilt durch klein g. Und anschließend kann ich noch
jede Seite durch groß g teilen und bekomme dann diese sehr nützliche Formel 1 durch klein b plus 1 durch klein g gleich 1 durch klein f. Das heißt, das merkt man sich auch so, 1 durch Bildweite plus 1 geteilt durch Gegenstandsweite gleich 1 geteilt durch Brennweite. Und das ist ebenfalls eine sehr wichtige und nützliche Formel, die man häufig gebrauchen kann. Insbesondere kann man dann auch im Weiteren so Spezialfälle mal betrachten, wenn zum Beispiel der Gegenstand sehr weit entfernt ist, wenn ich zum Beispiel im Astronomiebereich mit dem Mond angucke, Jupiter, Saturn oder irgendwelche Sterne. Das heißt, was passiert dann zum Beispiel, wenn die Gegenstandsweite gegen unendlich geht, dann wird dann 1 geteilt durch unendlich, wäre dann 0. Und dann bekomme ich den Effekt, dass 1 durch b etwa 1 durch f ist. Das heißt, dann wandert auch die Bildweite relativ dicht zur Brennweite ran. Das heißt, für unendlich weit entfernte Objekte wandert dann die Bildweite immer dichter an die Brennweite ran. Vielen Dank.